Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, heute müsste Dienstag sein, wenn ihr das Video seht. Das ist das letzte Video, was ich jetzt noch vorbereiten muss. Wir haben ziemlich früh am Morgen und naja, das muss ich halt gerade noch vorbereiten. Das ist aber das letzte Video. Für den einzigen Tag, wo ich nichts habe, ist leider Donnerstag, aber am Freitag werde ich mich, wenn ich dann zurückkomme, direkt wieder dran setzen. Noch ein Video für euch zu machen. Ich werde dann natürlich gucken, dass ich so, ja, da wo ich Freizeit habe, dann ein bisschen was überlege an Formaten oder sonst was. Ich möchte halt wieder ein bisschen Regelmäßigkeit reinbekommen. Und ja, heute werden wir ein bisschen die Läden durchstöbern. Und ich werde euch einfach mal so meine nächsten Ziele verraten, was ich so vorhabe, was ja, was ich zeigen möchte und so weiter. Und machen wir das einfach mal. Wie gesagt, es ist noch früh am Morgen, meine Stimme ist noch nicht wach, sagen wir es mal so. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen mehr brumme als sonst. Aber mein mitgrößtes Ziel ist auf jeden Fall Vasupilami weiter leveln. Der muss mindestens auf 95, aber sollte dann auch irgendwann mal auf 100 wegen den anderen Dungeons und so weiter. Deswegen 95 ist so ein Minimum und irgendwann dann auch die Tendenz Richtung Level 100. Das Ding ist ja, die Haupties werden keine Erfahrung mehr bringen. Das heißt, man wird nach dem Update ja in der Kammer leveln müssen. Aber wenn jetzt auch das Level hochgesetzt wird, da wollen ja alle in der Chucky-Kammer leveln. Also da direkt unterm Drachenraum da, wo am meisten los ist, und ich denke, dass es da ein paar Probleme geben wird. Aber lassen wir uns überraschen. Aber Kammer leveln an für sich ist, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ist auf jeden Fall machbar. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch auf der neuen Map so, also relativ gut EXP. Müssen wir da mal gucken, ne? Aber Vasopilami leveln ist auf jeden Fall vom S plus 10, ja. Ja, Vasopilami leveln ist auf jeden Fall so mit am höchststehenden. Ich muss natürlich auch gucken, wie habe ich die Zeit. So, wenn ich level, dann habe ich halt in der Woche allerhöchstens 3 Tage Zeit. Weil Rest, keine Ahnung, kann ich ja eine Stunde leveln oder so, danach muss ich pennen gehen. Aber so ab Freitag könnte man dann überlegen anzufangen. Aber ja, schauen wir dann einfach mal. Aber ich finde es sehr interessant, dass die Dinger jetzt keine Erfahrung mehr bringen. Also da wird nur ein bisschen Chaos in der Grotte geben. Aber hey. Ja. Für Repetition möchte ich ganz gerne PvP-Equipment machen. Also Helm und so weiter hätte ich ja auf jeden Fall auf King Fossi. Einfach 10 AM, mehr braucht er nicht. Aber wir müssen eine Rüstung machen. Wenn wir dann entweder so eine Rüstung nehmen und dann einfach ein paar 20er Chars leveln, dann ein bisschen drauf switchen. Oder halt noch eine höhere, aber an für sich, das wird nicht so das Problem sein. Einzige, was wir dann richtig kaufen müssen, also fertig kaufen müssen, ist dann eine Waffe. Weil eine Low-Level-Waffe möchte ich dann nicht unbedingt. Ja, ihr wisst schon, weiter switchen und so. Also da hätte ich dann auf jeden Fall Wichtigeres. Und wie kommt er da drauf, dass das 150 kk wert ist? Naja. Ja, Moment. Ah ja, X4C möchte ich auch PvP endlich fertig machen. Der hat seine G-Skills ein paar, aber noch keine Ps. Deswegen werde ich jetzt demnächst auch sehr viel Seelensteine lesen und so weiter, damit der seine Ps bekommt und dann PvP fertig ist. Ich meine, mit der Bio ist er ja auf jeden Fall. Da fehlt nicht mehr viel. Dann ist er fertig. Und ja, das ist auf jeden Fall auch so mit der Größe Ding. Oh, haben wir eine Nase, geht zu. Ich habe Repetition, war so Pilami, X4C und ja, dann halt noch so Kleinigkeiten, wenn man mal Yang über hat, dass man dann für X4C mal eine vernünftige Rüstung kauft, so ein BSP oder so. Ich habe hier gerade nur ein SSP, ich glaube plus 5 oder plus 6 oder so. Das Ding ist halt, King Fossi teilt ganz guten Damage aus.
Hält aber nicht wirklich viel aus und das merkt man dann auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen für den noch ein bisschen besseres PvM-Equipment, auf jeden Fall eine Rüstung. Und dann wird das sehr wahrscheinlich laufen. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. War ein bisschen ein Lückenfüller, aber hey, ich denke mal, wenn wir so neue Ziele haben, dann kann man auf jeden Fall gucken, so, wo führt das hin und so. Und ich denke, das soll ja so das Ziel eines Let's Plays sein, dass man auf ein Ziel hinarbeitet. Das habe ich in letzter Zeit so ein bisschen an meinen Let's Plays vermisst. Deswegen, ja, jetzt dieses Hinarbeiten. Ich sage euch, was möchte ich erreichen und worauf arbeiten wir demnächst hin. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Am Freitag bin ich wieder da. Da werde ich dann direkt gucken, dass ich ein richtiges Metin 2 Let's Play wieder mache. Und ja, das war's von mir. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.